Hallo, ich bin die Anja von Kit 5 und heute möchte ich mit euch wieder nähen. Und zwar nähen wir heute einen Cozy Skirt. Und zwar ist das ein Rock, ein Kinderrock, den ihr aus Sweat oder Jersey nähen könnt. So ein richtiger Wohlfühlrock ist der. Und das Schöne daran ist, durch das Sweat kannst du den Rock eigentlich im Winter mit einer dicken Strumpfhose tragen oder auch im Sommer zu Sandalen. Also es ist ein Allrounder, den ihr eigentlich für das ganze Jahr nähen könnt. Ja, hier seht ihr die zwei Varianten, die im E-Book enthalten sind. Und zwar könnt ihr den Rock nähen mit einer großen Känguru-Tasche, also einer großen Bauchtasche. Das ist ein bisschen casual eher vom Style. Oder mit so ganz schönen Eingrifftaschen hier, wie bei dem Stepprock. Wir nähen heute einen Rock mit einer großen Bauchtasche, weil ich es gerne ein bisschen sportlicher machen wollte. Ja, und gleich schneiden wir erstmal zusammen zu. Ja, das Schnittmuster bekommt ihr natürlich bei uns unter www.kit5.de als Papierschnittmuster für die, die keine Lust haben auf Kleben oder in der E-Book-Version zum selber Ausdrucken und Kleben zu Hause. Als Material nehmen wir einen schönen Sweat. Ich habe mich hier für einen Kuschelsweat in Melange entschieden, weil ich finde, den kann man sehr schön, in so ein bisschen Jeans-Optik ist das, den kann man sehr schön im Sommer tragen, einfach mit einem Shirt. Und ich mag das jetzt auch ganz gerne über eine Leggings oder Strumpfhose. Dazu haben wir jetzt noch Bündchenware, also Bündchenstoff. Ich mache das Bauchbündchen einmal in dem Creme-Weiß und die Taschenbündchen werde ich in Rosa absetzen. Ob ihr ein Rippbündchen nehmt oder ein glattes Bündchen, das ist euch selbst überlassen. Ja, das Schnittmuster habe ich für euch schon mal ausgedruckt und zusammengeklebt und ausgeschnitten. Wir nähen heute die Größe 122. Meine Tochter hat schon eine Bestellung aufgegeben, wie der Rock jetzt heute werden soll. Und zwar haben wir einmal einen Vorderteil, einen Rückteil für den Rock. Dann haben wir diese Känguru-Tasche und wir brauchen natürlich das Bauchbündchen. Die Taschenbündchen habe ich jetzt so zugeschnitten, das ist aber alles nochmal im E-Book genau erklärt. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Vorderteil. Die meisten Sachen werden im Stoffbruch zugeschnitten, das heißt, ich lege mir meinen Stoff rechts auf rechts und habe hier an der Seite eine Stoffbruchkante. Auf die lege ich jetzt mein Schnittmuster. Und lege das genau an der Kante hier an. Jetzt schneiden wir das einmal drumherum. Die Nahtzugabe ist bei allen Kit 5 Schnitten schon eingerechnet und auch der Umschlag der unteren Saumkante ist auch schon eingerechnet. Ich habe jetzt alle Teile zugeschnitten, das Rückteil, das ist hier hinten ein bisschen höher geschnitten, das Vorderteil, die Bauchtasche, die Taschenbündchen, die habe ich in der Mitte einmal gebügelt und hier ist das Bauchbündchen, das habe ich mir jetzt so für einen optischen Tunnelzug oder Tunnelzug-Fake vorbereitet. Wer das genau nachmachen möchte, der findet dazu noch ein anderes Videotutorial von uns. Ja, dann fangen wir an mit Nähen. Ich nähe jetzt die vorbereiteten Taschenbündchenstreifen, die hier in der Mitte gebügelt worden sind, von rechts an die beiden Taschenausschnitte. Ich mache das jetzt gleich mit der Overlock-Nähmaschine. Du kannst das aber auch mit einer ganz normalen Nähmaschine nähen, weil Sweat und Jersey ribbeln eigentlich nicht auf. Das sind ganz schöne Stoffe. Und das ist nicht unbedingt notwendig. So, ich nähe jetzt den Streifen, den Bündchenstreifen an den Tascheneingang an. Ich lasse am Anfang immer ein Zentimeterchen überstehen. Und ich halte den Streifen dabei ein bisschen auf Zug. Das heißt, ich ziehe hier ein klein bisschen an den Bündchenstreifen, wenn ich diesen annähe, damit meine Tasche nachher schön rund rauskommt. Jetzt wird die Bauchtasche auf dem Vorderteil erstmal festgenäht. Ich habe hier schon eine Applikation aufgebracht. Unsere Tochter sucht sich ja das Ganze aus und die kommt bald in die Schule.
Und so sollte das aussehen. Wenn ihr eine Applikation auf die Tasche machen möchtet, dann näht die jetzt noch auf, weil später würdet ihr diese am Rock festnähen. Und dann können die Kinder nicht mehr so schön in die Taschen greifen. Jetzt platzieren wir die Tasche. Und zwar soll diese Tasche später so auf dem Vorderteil liegen. Darum lege ich die jetzt einmal hier hin und ich markiere mir die untere Kante mit einer Stecknadel. Und nun drehe ich das Ganze nach unten, ziehe die Tasche ein kleines Stück über die Stecknadel und fixiere mir jetzt die Tasche mit Nadeln auf dem Vorderteil. So habe ich die Tasche jetzt festgesteckt. Ich nähe nun gleich einmal mit einem geraden Stich ganz knappkantig die Tasche an das Vorderteil. Wichtig ist, dass du dir nochmal ausmisst, dass die Tasche richtig gerade auf dem Vorderteil liegt. Und zwar indem du an mehreren Punkten, also hier einmal seitlich und auch in der Mitte nochmal misst, ob die Tasche genau auf der gleichen Höhe liegt. So, ich habe die Tasche nach oben geklappt jetzt und habe mir jetzt einmal alles ein wenig festgesteckt. Ich fixiere mir jetzt einmal die Tasche hier oben ganz knappkantig mit einem geraden Stich, damit sie mir gleich nicht verrutscht, wenn ich das Bauchbündchen annähe. Vorderteil ist nun vorbereitet. Jetzt kommt das Rückteil dazu und ich stecke jetzt beide Teile rechts auf rechts, also mit den schönen Seiten nach innen, aufeinander. Jetzt stecke ich mir hier die Seitenteile und nähe beide Seiten in einem Zug zu. Beide Seiten sind jetzt fertig gesteckt. Ich nehme hier, wenn ich mit der Overlock-Maschine nähe, besonders gerne Stoffclips. Da die Stecknadel, wenn die noch im Stoff stecken und ich mit der Overlock drüber nähe, dort die Nadel bricht. Also ganz wichtig mit der Overlock-Maschine, es ist einfacher mit Stoffclips. Die sind schön groß und die ziehe ich immer vorher ab, bevor ich an der Stelle nähe. Es geht weiter mit dem Bündchenstreifen. Den haben wir hier. Den habe ich auch schon mal gebügelt, mittig und hier nochmal mittig. Und den lege ich jetzt zusammen, auch wieder rechts auf rechts und verschließe das Bündchen einmal im Ring. Jetzt stecken wir gleich den Bündchenstreifen an den Rock. Und den nähe ich als erstes mit der Nähmaschine vor und lasse mir im hinteren Bereich so ein kleines Löchlein offen. Ich möchte hier noch ein Gummiband oder eine Gummilitze einnähen. Das ist so ein Trick, den ich gerne mache bei Kinderhosen oder Kinderröcken. Meistens ist es so, wenn die Kinder nachher etwas älter werden, dann sind sie so schlank, dass die meisten Röcke rutschen. Und diese Bündchenware ist zwar toll dehnbar und so, aber die hält auch nicht so toll auf der Hüfte. Und ich ziehe mir dann durch dieses offengelassene Loch, ziehe ich mir die Gummilitze in passender Länge in den Bündchenstreifen ein. Und ich verschließe danach, wenn ich die eingezogen habe und vernäht, verschließe ich die letzte Naht noch einmal mit der Overlock. Aber jetzt stecken wir erstmal. Jetzt nähe ich den Bündchenstreifen einmal rundherum an und lasse dabei im hinteren Bereich, hier so seitlich, ein kleines Krempelloch.
habe ich mir jetzt einmal an den Rock genäht. Dabei habe ich das Bündchen immer gedehnt auf die Länge des Rockteils und beim Nähen ein bisschen gezogen, sodass der Bündchenstreifen jetzt direkt an den Rock passt. Hier ist mein kleines Loch, was ich mir offen gelassen habe. Und zwar nähe ich jetzt oder ziehe ich jetzt erstmal mit einer Sicherheitsnadel die Gummilitze in den Bündchenstreifen. Ziehe die hier einmal rundherum ein. Die Enden der Gummilitze, die lege ich jetzt so aufeinander und verschließe dieses hier mit der Nähmaschine, indem ich hier einfach 2-3 Mal mit einem geraden Stich über das Gummiband nähe. Das Gummiband ist jetzt verschwunden. Jetzt kann ich mit der Overlock-Nähmaschine hier einmal nochmal rundherum die Naht versäubern. Wer mit der normalen Nähmaschine genäht hat, der verschließt jetzt nur das kleine Loch. Wenn er mag, kann er nochmal die Naht kann mit einem Zickzackstich versäubern. Unser Rock ist fast fertig. Als nächstes wird der untere Saum umgebügelt und umgenäht. Ich mache das jetzt gleich mit der Zwillingsnadel, weil ich eine schöne Doppelkante nähen möchte. Wer das noch nie gemacht hat, dazu haben wir ein weiteres Do-it-yourself-Tutorial auch hier bei YouTube. Da könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen, wie das funktioniert. Ich bügel das jetzt einmal vor, bügel den Saum 2 cm nach innen um. Den Saum habe ich jetzt umgebügelt und wie ihr seht, dieser Kuschelsweat, der gestaltet sich hier nicht so einfach, der möchte nicht so gut in der Form bleiben. Die Form des Rockes ist auch, wie ihr hier seht, ist hinten rund, also hinten ist das Teil etwas länger und auch rund geschnitten und vorne gerade. Ich klebe mir das Ganze jetzt mit ein bisschen Sprühzeitkleber, so brauche ich die Nahtkanten dann nicht so fest mit Nadeln stecken. Beim Kleben dehne ich den Stoff ein bisschen und so kann ich den ganz schön in diese Rundung fügen. Sprühzeitkleber lässt sich auch ganz einfach wieder auseinanderziehen. Und ich kann nochmal von neu ein bisschen die Rundung kleben und wäscht sich nachher beim Waschen wieder aus. Fertig ist unser Cozy Skirt. Ich hoffe, meine Tochter freut sich gleich, wenn die vom Kindergarten nach Hause kommt. So war der nämlich bei mir bestellt worden. Ja, das ist ein ganz tolles Schnittmuster, kann ganz vielseitig genäht werden. Ich habe hier noch eine kleine Schleife eingezogen, damit es auch passt und auch schick ist. Das ist ganz wichtig. Ja, ihr könnt das Schnittmuster in ganz verschiedenen Variationen nähen mit den verschiedenen Taschen. Ihr könnt die Stoffe mischen. Also, das ist was für kleine Mädchen, auf jeden Fall für Winter und Sommer. Ja, ich hoffe, euch hat unser kleines Video gefallen. Abonniert doch einfach unseren Kanal, dann sehen wir uns bald wieder.